Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, der DAX ist mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Dadurch fiel er gestern auch unter die 13.200-Punkte-Marke und ging auch ganz knapp darunter aus dem Handel. Das Minus betrug dann am Ende des Tages 0,23%. Wir blicken auf den heutigen Handelstag voraus und darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Viola, wie könnte es denn heute für den DAX weitergehen? Was sind denn seine Vorgaben? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Die Vorgaben sehen nicht schlecht aus und der DAX dürfte mit leichten Zugewinnen in den nächsten Handelstag starten. An der Wall Street ging gestern zwar nicht viel voran, aber immerhin ein kleines Plus am Ende des Tages beim Dow Jones. Man guckt hier natürlich so ein bisschen skeptisch auf die fehlenden Fortschritte bei den Handelsgesprächen, aber dennoch, wie gesagt, kleines Plus. Mehr Grün sehen wir heute Morgen an den asiatischen Börsen, beim Nikkei deutlicher, aber auch beim Hang Seng ganz leicht aktuell, auch sogar beim Shanghai Composite, der vorher noch im roten Bereich unterwegs war. Also viel hängt natürlich jetzt vom weiteren Fortbestand der Handelsgespräche zwischen den USA und China ab, aber bei uns läuft auch die Berichtssaison weiter. Es haben schon vorgelegt die Deutsche Post ihre Zahlen, in Finnien gibt es außerdem noch Zahlen, Continental, die 9-Monats-Zahlen, die endgültige und am Mittag dann noch die von Linde. Also insofern werden wir gut zu tun haben, aber erstmal sieht es nach einem positiven Start aus für den DAX. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Wir machen weiter mit der Marktidee. Heute ist dies Dialog Semiconductor. Die Aktie von Dialog Semiconductor befindet sich aktuell aus technischer Sicht in einer neutralen Lage. Möglicherweise könnte sich das aber bereits heute ändern. Der Vorstand von Dialog hat die langfristigen Ziele nach oben angepasst. Jetzt ist es entscheidend, dass der Kurs eine bestimmte Marke nachhaltig überwindet. Wo sich diese Marke befindet, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.